Hallo meine Süßen. Ja, ich war gestern auch wieder mal ein bisschen shoppen. Ja, ich war mal beim IKEA. Und da habe ich für 1 € diese schöne Serviette, also die Serviettenpackung gefunden. War mit Blümchen und das. Also schaut recht schön aus. Die Farben sind sehr schön. Beim IKEA, da werde ich jetzt für die nächste Zeit nicht mehr hineingehen, weil die sind ein bisschen verrückt dort mit dem Covid-Überprüfen und so weiter und so fort. Also ich hatte dann nach einiger Zeit die Maske mir ein bisschen runtergenommen, weil mir schon ein bisschen schwindelig war, weil es ist ja die Hitze und anscheinend dürften die Schweden keine Klimaanlage haben oder so irgendwas, ich weiß es nicht. Da war doch sofort gleich einer da. Aber sie geben schon die Maske rauf. Ich weiß, es ist heiß, da gehören es mir, wird schwindlig schon. Ich bin eh jetzt am Weg schon zur Kasse und ich nehme sie ein bisschen runter, um ein bisschen Luft zu bekommen. Naja, na, da ist mir nachgegangen, bis ich beim IKEA draußen war. Wirklich, echt, ich schwöre es euch. Dann wollte ich mir nur einen Kaffee kaufen. Und da gibt es ja immer diese Kaffeebar unten. Und na, die hat kein. Nein, da muss man da zu diesem Gerät gehen und muss das dort eingeben. Brav wie ich bin ich hingegangen, habe das eingeben wollen. Da war aber alles dort, nur Getränke, aber nur kein Kaffee. Na ja, gut, okay. Jetzt bin ich dann zu dem direkt hingegangen, sage ich, wo kann ich den Kaffee da bestellen? Na, da bei der Kollegin. Sage ich, Herrns, man kriegt doch direkt bei der Kaffeebar den Kaffee. Naja, sie wollte halt nicht umgehen oder sie wollte die Kaffeemaschine nicht nur dreckig machen. Man weiß es nicht. Und daher Security, also mein Kopf kleiner ist wie ich, ist mir immer irgendwo so 2, 3 Meter ist er bei mir in der Nähe gestanden, damit ich das Maskerl ja nicht runtergebe. Also man kann es auch übertreiben. Aber wie gesagt, ja. Dann habe ich mir noch mitgenommen meine Duftkerzen, die kosten 3 €. Diesmal in Apfel und Birne, wie man auf dem Bild sieht. Ja, also da habe ich mir 4 mitgenommen. Und ja, also ich hoffe, dass ich jetzt eine Zeit lang damit auskommen werde, weil, wie gesagt, IKEA sieht mich jetzt demnächst nicht mehr. Demnächst, weil ein bisschen übertreiben. Ich habe es euch erzählt, ja. Ich weiß nicht, wie es bei euch in den Bundesländern ist. Sind die da auch verrückt oder ist einfach wie nur anders? Also ich verstehe es nicht. Na egal, auf jeden Fall waren wir dann auch noch beim lieben Action, weil ich war ja schon lange nicht beim Action. Haben wir gedacht, okay, dann schauen wir mal hinein. Und da haben wir natürlich meine Chemie, die ich schon gestern gleich zur Beruhigung einmal ja, einige Stangen mir einverleiben musste, kostet 1,49. Immer ein bisschen sind auch einmal billiger gewesen, aber ich will nicht käppeln. Auf jeden Fall sind die schon angeknappert und da folgte natürlich auch noch, ne, ja, also noch 2 Packungen Chemie, weil ich glaube, ja, die braucht man. So, also. Dann kam noch vom Süßigkeiten-Ding her diese guten. Da gibt es normalerweise diese große Packung mit 500 Gramm. Die hatten sie leider nicht. Naja, jetzt habe ich mir halt die kleinen genommen. Die kosten 99 Cent pro Packung. Also, ja. Ich weiß nicht, was jetzt die ganz große mit 500 kostet, aber wird wahrscheinlich billiger sein. Und das so ein Sackel. Das ist ja gleich erledigt, ne? Das ist ja nicht so, dass man sagt, man kommt lang, also zumindest ich komme nicht so lang aus damit. So. Dann habe ich noch entdeckt, ja, Alexandra, Bussi, diese guten, die du mir mal geschickt hast. Ich hoffe, dass die das sind, weil die sind mega, mega. Und ich meine, ja, das braucht man nicht erwähnen. Also so ungefähr wie gestern ausgeschaut beim IKEA ohne Masken. Die guten kosten 1,99 € und das sind 5 Stück drinnen. Dürften auch sehr viele gute Vitamine drin haben. Kokosnuss und so weiter. Also man isst auch ja, mit der Frucht. Nicht? Und dann haben sie da noch irgendwas Leckeres drinnen.
Was haben sie denn da drinnen? Man weiß es nicht. Weizen, Cerealien. Naja, ist was Gutes, nicht? Kokosraspeln und Weizencerealien. Naja, 16. Also muss man sicher mitnehmen. Ja. Aber das ist jetzt nicht, dass ich das alles auf einmal zusammen habe, sondern das sind jetzt da fürs Türmchen die kleine Nervennahrung. Natürlich, das darf auch nicht fehlen. Andrea, Bussi, ja, kostet schon 1,99. Mal ja, man lässt sich's gut gehen. Ne? Die mit der Orange habe ich nicht entdeckt und die mit dem Gin Tonic, der Andrea hat da was bekommen. Die habe ich auch nicht entdeckt. Also ich muss halt leider Gottes nach 8 diese Schokotäfelchen zu mir nehmen. Ja. So, gibt es noch was Naschiges oder war das jetzt einmal der Vorrat? Ich glaube, das war jetzt der. Nein, nein, oh ja, oh ja. So, dann habe ich für 55 Cent, war ich in der Geschenksrollenabteilung. Da habe ich mir das schöne rosa Papier mitgenommen mit den Schmetterlingen. Ja, also gleich zweimal, weil der Noah war so lieb, der hat die Stangen dann reingetragen. Man sieht ein bisschen, dass er da zu sehr hineingequetscht hat, aber naja, macht ja nichts. Ne? So, dann habe ich noch gefunden, diese zwei, die sind auch so süß. Mit den wilden Tieren. Ja, Tiger, Panda-Bärchen, Chamäleon, Elefant, ein Äffchen, Giraffe, ein Löwe natürlich. Also das hat man gut, ja auch das hat er nur hereingetragen. Ja, er war ganz in sein Element und hat gemeint, komm Mami, ich helfe dir beim Reintragen. Ja. Dann habe ich noch was Süßes gefunden, ist mir deswegen aufgefallen, viel rosa mit Kätzchen. Das ist diese Glückskatze da, die was immer den Arm so hin und her schwenkt. Ja. Blümchen und ja, war einfach süß, hat mir gut gefallen. Dann habe ich leider nur eine Rolle von dem entdeckt, einmal schwarz-weiß mit so schönen Blumenornamenten. Und Blätter, ja, das kann man immer mitnehmen. Nicht? Also, ja, musst ja nicht als Geschenkspapier verwenden, wie ihr seht, Junk Journal, Stickel ausreißen, ein bisschen anmalen oder ansprühen, ankleckseln. Na, und damit haben wir da schon wieder eine Kreationsmöglichkeit. So. Und dann, das hat mir besonders gut gefallen, hat es aber auch nur eine gegeben, diese Schuppen. Diese Meerjungfrau-Schuppen. Und da haben mir die Farben so gut gefallen. Ja. Also ich war etwas so ein bisschen in rosa und Ding angehaucht. Ne? Ja. Pro Rolle 55 Cent. Also ist jetzt nicht so viel. Ich weiß jetzt nur nicht, wo ist da hin. Schnüppel. Ja. So, jetzt wird gleich alles umfallen, ist ja egal. So. Dann habe ich entdeckt, und zwar natürlich auch dieses Baker's Twine. Das wird's, also ich habe ehrlich gesagt nicht viel Neues gefunden. Ja, ne? Und zwar habe ich mir das eben jetzt einmal da in allen Farben mitgenommen. Kostet pro Stück 59 Cent. Ist nicht verhockt, ne? Ist der Junk Journal und zuschließen oder irgendwas verzieren in so ein Grau-Silber, dann so ein Blau mit blauem Glitzer. Ja. Bäckergarn, haben sie echt, Baker's Twine haben sie mit Bäckergarn übersetzt. Wie heißt es holländisch? Backerstube, Backerstube. Backerstube in natürlich braun, beige, ja, also so Jutefarb mit Gold. Yeah. Dann in so einem schönen Mintgrün. Ja, sind 80 Meter rum, ne? Du kannst schon was umwickeln. Ne? Mit so grünen Glitzel. Naja, natürlich. Und rosa Bäckergarn. Ne? Siehst du das? Mit so ein bisschen dunkelrosanen Glitzer.
Ja, dieses Mal hier. So, dann habe ich natürlich da entdeckt, diese kleinen Stoff-Fabrics, die Deko-Fabrics. Das ist ganz lieb, da ist so ein bisschen ein Glitzer oben. Ich weiß zwar nicht, ob der da echt aufgekehrt, weil, schaut, wenn ich da so ein bisschen, also das glaube ich eher nicht, obwohl, naja, ich weiß nicht, ob das so kehrt. Keine Ahnung. Kostet pro Packung gar nichts. Oh ja, 1,09 €. Und da habe ich mir die grüne Variante mitgenommen. Mit so verschiedenen. Upp, genau. Und da sind nur so ein, obale, so einfärbige. Das ist da unterteilt irgendwie mit so einem Karton, wo ich mir gedacht habe, ey, der Karton ist natürlich wieder ein Junk Journal Material. Naja, echt, man tut alles irgendwie, weil das kannst du da wieder verwenden. Nein, wisst ihr es eh. Dann haben wir es da in Blau mit Pünktchen. So, mit so verschiedene, ja, die was fusseln. Dann haben wir auch wieder Material und da hinten haben wir auch wieder einfärbig und da mit ein bisschen, ja, also, ne? Dann haben wir es in Rot, Rosa, ja, das schaut so aus, ja, sieht man jetzt nicht allzu viel, da sprühen die Flankerln, weh, der Staubsauger lässt grüßen, und da ist halt auch sowas, es hat sogar ein bisschen so Koralle ist das, Aprikot, Koralle, war recht schön, na und natürlich Schwarz-Weiß, das ist immer gut, Schwarz-Weiß muss man haben, braucht man, mit so einem Banderl an Schienen. Und da ist auch noch so ein bisschen da was drinnen. Also ich nehme diese kleinen Fetzis immer gern mit, weil ja, meine Tochter bekommt seit dem 18. Lebensjahr von mir eine, na, wie heißen sie denn, die Patchwork-Decken. Warte, ich muss jetzt einmal ein bisschen da in den Dreck wegrammen. Das schaut aus, na, aber der ist so gescheit. Ja, aber der hat mich wirklich gestern geärgert. Und die Leute sind auch alle so. Ich sag's euch, ein Wahnsinn. So, dann habe ich entdeckt, das kannte ich noch nicht, so Hobby Letters. Also da sind Nummern und Symbole drinnen. Das sind nur so einfache, ja, so Teils. Also Teils, also wie heißt das Spiel? Buchstaben, Scrabble, na, ist er bitte. Und da habe ich mir natürlich gedacht, ist sicher was Tolles für, ihr wisst eh, Junk Journal. Kostet 1,89 €. Naja, da sind 200 Stück drinnen, also da kannst du dann schon was damit machen, finde ich. Ne? Ja, ich habe eh keine Holzdekoteile. Okay. So, was haben wir da noch? Ja, genau, schaut einmal. Da habe ich diese Spielkarten entdeckt, um 99 Cent. Nicht, weil ich jetzt mit Onkel Wohlfahrten Karten spielen werde, sondern, naja, ihr wisst eh, ich war wieder bei der Susanne. Liebe Susanne, Bollenhut Art, Servus Bussi. Naja, die, und auch die Luise natürlich und ja, die ganzen Junk Journal Queens. Da macht, da gibt es also eine, gibt es mehrere Tutorials mit Altered Card. Naja, das ist ja logisch. Die sind zwar noch nicht Altered, aber wir verändern sie ja dann auf Altered. Ja, und ich meine, kann man nicht, da kann man nicht verkehrt machen, nicht? So, dann habe ich wieder meine, jetzt sind meine Polybags, die nehme ich mir immer mit. Also, was ich für welche kriege, ist egal, die kosten nichts. Oh ja, 89 Cent pro Packung, da sind immer 50 Stück drinnen. Das mal 13 mal 13. Also, da, wo ich es irgendwie erwische, egal, da gibt es verschiedene Größen, die nehme ich mir immer mit. Und dann habe ich mir noch mitgenommen, diese zwei Cutting- und Embossing-Stanzen.
Die gibt es schon länger oder hat es schon länger gegeben, aber ich habe halt diesmal diese Rose mir gedacht und dann dieses Blatt. Warum, wieso, wisst ihr? Junk Journal halt, nicht? Ja. Ja, kostet 1,49 € pro. Es hat dann so die anderen Stanzen und Dinge hat es gegeben, aber da hat mich ja mein Käferle schon versorgt gehabt. Und dann war es sehr lustig. Also, ich ging natürlich hinein in den Action und zack, zack, und fand dieses einsame Pärchen ganz irgendwo hinten im Regal. So, das ist jetzt, wie gesagt, diese Glitteralkohol Ink. Das hat die Andrea eher schon hergezeigt oder die anderen. Und habe mich natürlich gefreut und haben mir gedacht, juhu, wegen dem war ich eigentlich auch dort. Entschuldigung. Und habe dann eben dieses kleine Bäckchen entdeckt. Also ich habe da die Farben 3 und 4, das Sea Green und Pine Green. Schaut wirklich super schön aus. Und habe dann die Mitarbeiterin dort gefragt, sage ich, wo habt ihr da vielleicht noch die anderen Farben und so weiter? Sie hat mich nur angeschaut und hat eben gemeint, naja, das weiß sie nicht, sie holt aber jetzt jemanden, der was das ganz genau weiß. Ne? Und die ist dann gekommen und also da hatte ich das Päckchen nicht in der Hand, sondern schon im Einkaufswagen liegen und habe sie eben gefragt, ob sie eben diese Glitteralkohol-Inks gibt. Ne? Und sie sagt zu mir, ach so, nein, das ist ja das Ganze, das sind die neuen Produkte, die sind noch nicht geliefert worden. Ich mir gedacht, okay, gut, sag danke und denkt mir, ja, okay, gut, gibt es halt nicht, habe ich ja Pech, sag. Na, erzähle ich dann noch, na, das erzähle ich dann gleich, warum später. Bei der Kasse ist man dann wieder so, Ding, nicht? Und da ist die, die was alles weiß, angeblich, also ist, hat kassiert. Und klar, sehe ich das dann. Nicht? Und ich sage dann, sag ich, naja, habt ihr aber doch schon. Nicht? Und ach so, ja, na, dann war das das Letzte. Sag ich, ist in Ordnung. Aber sie wurden ja nicht geliefert, aber ja, ich denke mir da manchmal nur meinen Teil davon. Aber ja, farblich muss ich sagen, schaut es mega aus. Also, wenn man da so rein schaut. Also das ist ein super schönes Seegrün. War eher so voll wie so Türkis. Ich will da jetzt nicht auf. Naja, will ich aufmachen. Schatz, ist ja eine schöne Farbe. Oh, hör mal. Wop, wop, wop. Naja, natürlich. Junk Journal. So, und dann haben wir da so ein richtiges Dunkles mit dem schönen Glitzer. Wenn wir jetzt auch probieren zum Aufmachen, ohne dass, was ich immer denke, ist das Pipettel. Schaut, oh, das ist ein richtiges, wunderschönes. Warum die dann nicht so einen Sprühkopf drauf geben haben, sondern halt eine Pipette. Aber es ist ja in dem Sinn auch nicht so schlimm, weil man kann sich sehr umfühlen ein Sprühflascherl, welches ich jetzt natürlich nicht finde, aber ihr wisst, glaube ich, alle, wie ein Sprühflascherl ausschaut. Na, ich habe es jetzt da in mein Türmchen, aber ihr wisst, was ich meine. Also so in der Art, dass man das halt dann so verkauft. Hätte ich halt gesagt. Ja, ich hätte es gesagt, aber getan haben sie es halt nicht. Egal, also ich habe leider Gottes nur diese zwei einsamen kleinen Fläschlein gefunden. Wir waren dann noch in einem anderen Action, aber dort hat es auch nicht gegeben. Jetzt bin ich natürlich traurig und ja, kosten uns 1,18 €. Ja, ich habe leider nur meine zwei Flaschen. Natürlich will ich noch die anderen auch haben, aber was soll man tun? Es ist nicht hier, dann kann man nicht raunzen. So, dann haben wir wieder mal, weil ich habe ja letztes Mal eingepackt für die Ruhe des Backel, da ist ja das ganze Bundle drauf gegangen. Also dieses Packaging Tape, Paper, Papier, Paper, Paper, Tape.
Wo kostet es auch schon 1,98? Ich finde es deswegen so cool. Erstens einmal nimmt man das ja auch so zur Verbindung für Cover machen. Ja, Dienchen, ich habe da schon aufgepasst, wisst ihr. Also, ich bin da schon drauf. Ich weiß, ich rede schon sehr lang über Junk Journal, aber gut, Ding braucht Weile. Also hat man das wieder mitgenommen, aus dem kannst du es auch so runterzupfen und auch irgendein so Embellishment draus machen. Boah, geht doch glatt. Und dann habe ich entdeckt, schaut's her, weil ich suchte natürlich auch noch dieses Leise da. Ich liebe leise Dixos. Ich hasse nichts mehr, als wie lautet, wenn sie. Oh. Und das hat es mit so einem Dispenser gegeben. Der Dispenser. Ich weiß zwar nicht, ob ich ihn jetzt verwenden werde, aber es hat es halt nicht anders gegeben. Kostet 1,19 Euro. Ich büte mir ein, da ist weniger oben. Also schaut einmal. Ich weiß nicht, ob es da nicht jetzt, weil du den Dispenser da dabei hast, so ein Sharp Blade drinnen angeblich. Oder da irgendwie. Aber ja, brauche ich halt nicht mehr die 10 zum, oder die Schere. Fährt man halt jetzt, ich weiß nicht, so, ja, so jip, drüber. Okay, egal. Auf jeden Fall habe ich mir da natürlich jetzt dann mit zwei mitgenommen. Ja, mit Dispenser. Hammer. Gut, so, warte ein bisschen. Ja, das Tischlein räumt, das fühlt sich schon wieder an. Dann habe ich entdeckt, das ist für mich neu. Also habe ich bei Andreha gesehen, diese Stickerbooks da. Mit Folie kostet gar nichts. Muss gucken, 1,18 Euro. Und die sind jetzt diesmal in so Zellophanhüllen drinnen. Und der ist natürlich wunderschön, aber den habe ich natürlich nur einmal gekriegt. Es gibt, glaube ich, sechs davon. Ich habe leider nur fünf bekommen. So, schaut sie da mal so durch. Da haben wir da mal so Türkis und Glitzer und Zahlen. Und da haben wir so drei süße Tiere, Blümchen, so Teeheferl und wieder da Weiß und Glitzerle, Schlüssel, Buchstaben. Also das ist ein bisschen vintage, ist er. Du kleine Mausebär, schau wie süß, ha? Puppi. Sehr gut. Und das ist auch cool. Paris, France. Also der da, den hätte ich natürlich gern zwei, drei Mal gehabt, aber habe ich auch nicht bekommen. Katze mit Brille, okay. Der Hase, weil der braucht ja, der isst ja Karotten, ne? Der braucht keine Brille. Also da, das ist ein bisschen, ja, also so ein Gemisch halt zwischen. Naja, schaut einmal, das ist doch, ha? Naja, was soll man sagen? Ah, cool, die Maschine, dank, dank. Das ist, du packst aber dann drei Hände, weil da musst kurbeln mit den anderen zwei. Da ist das eine Nähmaschine, man weiß es jetzt nicht. Ja, also da haben wir so einen Wolf und ja, also das finde ich sehr schön, der gefällt mir sehr gut. Da, das ist das Gesichtl. Was die Andrea schon selber so gemeint hat, das hat sie auch in dem mega riesen Junk Journal da gehabt in ihrer Signatur. Und schaut sehr schön aus, gefällt mir irrsinnig gut. Ja. So, was haben wir noch? Vogel und Federn. Naja, Blümchen, Paris, nachher ist doch klar, Wollknäuel, naja, das ist, ja, wie gesagt, den muss man. Den muss man noch schauen, dass man den öfter bekommt. Der Parfümflascherl, der Chanel-Handtasche, der Rolex oder nicht, oder Cartier. Jo, also der ist halt, gefällt mir irrsinnig gut. Ja, so. Also dieser einmal. Dann habe ich bekommen den da. Das ist ein Türkiser. Warte ein bisschen. Ah, muss man, hätte ich schon früher rausnehmen können, gell. Aber. Macht ja nichts. So, was haben wir da drinnen? Ich habe es, glaube ich, nein, ich habe es noch gar nicht so richtig angeschaut von innen. Dann machen wir das halt jetzt gemeinsam. So.
Der, was nicht sehen will, tut weiterspulen. Dann muss ein bisschen mit so Gold. Let's party. Kiss me. Aloha. Ja. Party. Also das ist mehr so auf, ja, ich habe Geburtstag oder ich mache die Birne süß, gell. Der kleine Lutsche. Ja, ist auch schön, ne? Ach, da kann man auch einiges verwenden. Egal jetzt, wenn du es nur auf das Postbackerle biegst und sagst, da hat derjenige gefreut sich drüber. Very good und happiness. Und Summer, Love, Summer. Naja, das ist schon ein bisschen sehr heiß. Also. Puh, die Buchstaben sind lieb. Na, was haben wir da noch? So Notizdinger und so. Ja, das, so kleine Schilder und so. Also halt alles Mögliche. Ja, da ist nichts verkehrt. Habe ich gesagt, was er kostet, ja, 1,18, ja. Also der ist auch sehr schön. Und den, was ich eigentlich unbedingt haben wollte, der was ja vintage angehaucht ist, na, den habe ich natürlich nicht gekriegt. Ist ja logisch. So, dann habe ich da den blauen oder mit schwarzem Bande. So, was haben wir da? Was ist da? Was haben wir da drinnen? Schauen wir mal. Aha, so, so Briefkuvert, so Trödel. Ja, und so Blätter. Fotoapparat. Ja, das ist auch recht schön. Ja, so kleine Sachen halt. Free Hugs und But First Coffee, das stimmt. Das war heute schon sehr wichtig. Ich habe jetzt momentan eine Phase, ich schlafe wirklich um 4, 5 in der Früh ein. Und nach einer Stunde wäre ich wieder munter und dann wieder schlafe ich dann wieder ein und dann der Kaktus. Und dann wäre ich wieder munter und wenn ich mir dann nachher mein Bett ausschaue, also ich, die Duchen, ich weiß nicht, kämpfe ich in der Nacht mit irgendwelchen Dämonen oder das ist schön, das schaut cool aus. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt momentan in mir vorgeht. Naja, vielleicht erwacht der Werwolf in mir. Muss direkt einmal dann in den Spiegel schauen, bitte, was ist das da? Was soll das sein, Kinder? Ich sage jetzt einmal, es ist ein Lippenstift oder ein was ist das? Keine Ahnung. Na wurscht, okay. Ui, da haben wir die Badenbuchstaben. Ja, also das ist ein, so ein buntes Allerlei von ja, süßen Sachen. Ganz einfach. So. Gut, dann haben wir dieses noch, das Gelbe. Raschel, raschel, raschel. Da gucken wir auch. Let's do this. Yes, my dear, I do this. Doody, doody. Aha, da haben wir dann da. I can't wait. Na, sicher nicht. Seid ihr so, also ungeduldig oder geduldige Menschen? Ei, ich kann schon sehr geduldig sein. Also zum Beispiel bei Häkeln oder Stricken und dass ich sage, das Muster und wirklich, und das ist vielleicht manchmal kompliziert und dann muss ich es wieder auftrennen. Also ich bin da eher, da bin ich wirklich geduldig. Ungeduldig ist, wenn ich irgendwo warten muss. Also da könnte ich total, sei es jetzt beim Arzt oder auf irgendjemanden warten. Das ist schön, das gefällt mir sehr gut mit dem Silbernen, mit der Federle. Shopping is never a bad idea. Na, das ist richtig. No? Also da könnte ich so, oh, das mag ich überhaupt nicht. Unpünktlichkeit. Ne, das ist so gar nicht meins. Oder der, na, oder du wolltest willenlos bei den Tests machen, da, okay, ich mache keinen Test mehr, die Kinder mich gern haben. Was sagt's bitte zu den 10 Kindern? Jetzt haben sie diese armen Kinder geimpft, jetzt sind die herzkrank. Ich meine, entschuldige,
Das kann doch nicht, das ist auch sehr schön, schau mal. Ich finde das schon arg, oder? Oder von einer Freundin von mir, die Schwester ist schon vor längerer Zeit halt geimpft. So, gestern hat sie einen Hinterwandinfarkt gehabt. Naja, ich weiß nicht, ich sag's euch, ich weiß nicht. Also, ich lasse mich sicher nicht impfen. Nein, ich will da nicht irgendwie. Nö. Nö, nö, das tue ich nicht. Aus dem lassen wir nichts aufzwingen. Ich hasse das. Entweder entscheide ich mich selber und frei dafür oder gar nicht so. Und das ist der letzte, der violette. Ist auch schön von der Farbe her. Gell, Andrea? Käferle. Ja, das ist Käferle. Mein Käferle. Ja. So, da haben wir da. Schaut natürlich sehr schön aus. Also farblich ist der wirklich sehr schön. Das ist jetzt nicht so meins. Das gefällt mir nicht so. Aber egal. Muss ja nicht immer alles gefallen, gell? Schau, wie lieb. Ja, naja. Ach Gottchen. Ja. Ist auch schön. Na? Na da, das ist, ja. Naja, mein Gott, ich muss ja nicht jetzt da. Also er reißt mir jetzt momentan nicht so vom Hocker. Also er mag ich gar nicht. Das schaut aus wie ein Außerirdischer. Den wollen wir nicht. Today is the perfect day to be happy. Naja, heute ja. Heute sitze ich mein Türmchen. Onkel Wohlfahrten ist Tennis spielen, Baby Wohlfahrten ist auch irgendwo unterwegs. Keiner geht mir auf die Nerven. Es ist Ruhe in der Nachbarschaft. Ich bin mit euch da zusammen, zeige euch meine Schätze. Also, heute geht es mir schon besser als gestern. Ich mich dann so aufgeregt. Ich habe dann zu ihm gesagt, ich kann so entschuldigen, wollen Sie mir jetzt vielleicht dann noch auf die Toilette nachgehen und wollen nachschauen, ob ich dort die Masken aufhabe. Also Entschuldigung, das kann da gar nichts. Ne? Gut, also das sind einmal jetzt da diese 5 Stickerbox. Wobei den einen Vintage-Chicken, den hätte ich so gern gehabt, sondern habe ich nicht gekriegt. So, das können wir auch hier weg tun, weil wir brauchen ein schön Zellophan. So, was haben wir noch? Natürlich habe ich mich mitgenommen, weil das ist auch schon sehr ausgegangen bei mir, weil mit meiner Mancher-Pancherei 99 Cent, die Haggis, wisst ihr für was, zum Putzen und zum Abwischen. Einmal Natural Care mit Aloe Vera. Muss direkt einmal reinschnuffeln, wie die riechen. Riechen gut. Richtig schnubbelig. Ah, ich liebe es, wenn was gut riecht. Also kann nicht mehr, als wie wenn irgendwo was komisch stinkt. Na, das ist überhaupt nicht meins. Und dann habe ich noch die Haggis, also Puppi, mit Pure. Also das ist nur pures Wasser, kein Parfum. Das heißt, es darf natürlich noch gar nichts rühren. Das tut es auch nicht. Das ist auch gut. Kostet auch 99 Cent. Jo. Sind wie viel drinnen? 56. Und da sind auch 56 drin. Das sind die Gräsern wahrscheinlich. Ne? Ja, ich habe mir die einfach genommen, weil ich es gesehen habe und mir gedacht, mein Babywohlfarben hat mir das mitgebracht. Das ist, glaube ich, vom Hof, ist sogar vegan, bitte. Aha. Aloe Vera, das sind 80 und 30. Und die riechen Bombe. Also die riechen so richtig. Ach, ich liebe das. So wie Baumwoll, frisch gewaschene. Bettwäsche, so ungefähr. Und dann haben wir da noch, das hat es mir deswegen mitgenommen, weil es gesagt hat, tja Mama, da kannst du dann wieder was ausschneiden. Ja, die ganze Familie denkt schon überall mit. So, dann haben wir dieses bekommen. Ich glaube sogar, dass ich es schon habe. Aber, warte, ich muss einmal da ein wenig einen Platz machen, gell, weil sonst sehen wir ja gar nicht. Mein Gott, na, diese Schreibtische werden auch immer kleiner, gell? Ich weiß nicht. Naja, die Geschichte ist auch, na, das gibt's nicht, ist nicht da, ist nicht gekommen. Dann war es das Letzte, also heißt,
Ich wollte schon sagen, sag ich nicht, was für ein Plätzchen müsste man das nächste Mal erzählen, aber naja, ich erspare mir da schon draus. Also, diese kreative Paper Collection. Naja, und die Farben? Ach, na, mit den Vögelchen hier, guckt's mal. Und da haben wir dann auch noch so schön, oh, Papier, schau. Das gefällt mir auch sehr gut. Das ist ein bisschen so patchworkig. Ne? Da. Dann haben wir da so ein schönes Papier. Warte mal. Das ist ja dann da. Ist da was Feines. Ha? Der Foggy. Foggy. Das ist natürlich, ja. Und da das dazu. Und da. Naja, gut. Da kann man reißen und kann man wieder. Naja. Gestern, was habe ich bei der Susanne wieder entdeckt? Also ich war wieder mal die Nacht bei der Susanne. da macht sie irgendwo so Clusters oder so, wisst ihr, wo man so Papierfetzeln, die was überbleiben, tut man dann irgendwie zusammenhafteln. Ah, ich sage euch, die Frau ist so kreativ, das ist bewundernswert. Naja, da haben wir dann solche Postkarten. Die sind schon von der Farbe her, sind die schon schön, gell? Also, dann haben wir so kleine Puzzles, Books to read, haha, ja, Things to do, Junk Journal, Junk Journal, Junk Journal, naja, das haben wir aber hinten auch so schöne Wuscheln da, dann haben wir das, oh, schaut mal, die Dreierlei schon, he? Oh, und da, die Röschen, und da noch einmal. Hey, jetzt sind die selben. Nein, ich finde die schöner als wie die. Was sagt ihr? Ne? Also, das ist doch viel schöner. Also, auch dahinter schauen wir schon die Stress-Shots. Oh, das ist auch. Also, die Decks und so weiter. Nein, es kommt, das ist schon. Da haben wir hinten noch was, aber dann haben wir da einmal so ein bisschen was anderes. Also, so Sechsecke. La vie belle, oh la la, nassa. Da haben wir, ah, da haben wir, die sind schon schön. Die sind schöner als die, gell? Was sagt ihr? Was ich meine dazu? Mein Gott, man ist so doof, gell? Irgendwo glitzern, die sind so pickern. Die sind schön. Also, das gefällt mir schon sehr gut. Ja, da haben wir halt so, wisst ihr. Habe ich da mal was reingemalt? Naja. Da, also die Farben von denen ist wie, also das Grün und das helle Rosa und dann so dieses Bärige, das ist bärig. Ne? Und da haben wir so Borten und da haben wir auch wieder irgendwas reingepfuscht. Na geht's, so kleine Knubbeln. So, schau, ist schon schön. Da haben wir die Birthdays. Na guck mal. Kann man auch machen, eine Signatur, nicht? Ja, und dann mal ein Birthday-Kalender. Ja, na, oh, schön, gell. Ich kenne es nicht, aber eine Signatur ist blöd, als der Tisch Ding aus. Naja, muss man halt irgendwie drüber malen oder so. Und die Linien anders machen. Dann haben wir da so eine Anleitung, wo du dann selber so ein Büchlein machen kannst, finde ich auch cool. Schau, da zeigst du, wie du was schneidest und dann hast du ein kleines Pipi-Buch, was du dann in so ein Täschlein reingeben kannst. Da siehst du, schneiden, 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 falten und fertig. Dann haben wir da so ein Täschlein mit so einem Fensterchen. Aha. Auch wieder die Vogel, da kannst du wieder was ausmalen, aber das könntest du schon als Signaturdeckel, na, könntet man das nehmen. Dann haben wir da noch einmal, ich glaube, das ist eh dasselbe noch einmal. Ja, kann ich zwei so Putzis machen. Und dahinter haben wir noch so ein Täschlein und in diesem Täschlein drinnen, ah, schaut einmal, schönes Bandel, da mit Zahlen und Herzen. Das ist schön. Und das ist ein Täschlein, haben wir dann noch so. Guck, guck, da kann man ein Loch reinmachen. Oder man klebt eben diese Runden, da haben sie mir wieder einen Knoten reingemacht. Naja. Naja, ich sag's euch. So. Also dieses hier mal. So.
Gut, das Bandl ist eh schon verdruckt. Hopp, geht schon auseinander. Und natürlich habe ich dasselbe auch noch gefunden in Schwarz-Weiß und, schaut mal, Rosé-Gold. Oh la la, guck jetzt einmal. Da haben wir wieder so viele Platten drinnen. Da so. Das ist also das Schwarze mal, so ganz ein schwarzes mit so schönen Sachen. Was haben wir da noch? Auch noch mal dasselbe. Und da mal schauen mal. So ein schönes marmoriertes. Heißt, das macht ein ungutes Geräusch, wenn Papier auf Papier reibt, gell? Bunkterln. So dunkles. So. Ja, also, was ist da los? So. Ah, da haben wir es dann eh noch einmal, warte ein bisschen. Also so sieht man es dann. Das ist jetzt eh die Luftballone. Mit Pünktelchen und Blümchen und Maschall. Ist cool. Ja, das zum Beispiel, die Susanne macht da auch so, die meint einfach irgendwie, ja, das ist so dieses Dudeln. Da haben wir so eine Mehlspeisenseite. Da haben wir ein bisschen Gold drinnen, Blümchen und das. Naja, das ist eher wieder, genau. So, dann haben wir da die schönen Karten. So, das war doch jetzt was Feines, eh? Ui, da hätten wir Schlürfen dran. Jetzt haben sie wieder diese Strohhelme, wisst ihr, aus Papier. Wenn du da drauf nuckelst, eine Zeit lang tut sich das so richtig aufbreseln, aber die ganzen Poppendeckel breseln im Mund. Warte, ich muss ein Haferlöschlückchen trinken. Also, ich weiß nicht, das ist die Fall. Jetzt fällt einer immer irgendwas nichts. Dann muss man halt auszugeben und ohne Strohhalm. Gut, das trinkt man ja nicht mit Strohhalm, aber okay. Was? Don't count the days, make the days count. Naja gut, zählen wir die Tage nicht mehr. Every day you sparkle, but today you rule. Achso, okay. Ich funkle heute nicht. Na, ist in Ordnung. Gut. Ja, was haben wir da? Dann auch wieder. Das ist sehr, sehr hübsch. Schaut auch gehäkelt. Das Kleidl von Mädel. Seht ihr das? Mein Gott. Schau. Taugt mir jetzt wieder total. Dieses gehäkelte irgendwas, ne? Naja, da ist hinten auch. Ja. Schau, der Puppilein. Ist er ein süßer Schnuffel. auch lecker. Ja, da kann man auch einiges damit. Da haben wir wieder so schöne Tags. Ja. Und dann haben wir da wieder die Sechsecken. Da hinten, die sind schön von jeder Seite. Na, jetzt steht mir das Häferl im Weg. So, also. Dann haben wir da so Zäun. Das sind wieder die Pickerl. Schön. Die Farbe ist schon schön. Die Kombi weiß-schwarz mit den Rosé-Gold ist schon mega. Hm? Schaut gut aus. Also mir gefällt das schon sehr gut. Dann haben wir da wieder ja, so schöne Leisten, ein paar Türen. Ui, was ist da los? Die Surfbretter. Uff, die sind groß. Da müssen wir so richtig. Da haben wir wieder was zum Malen. Das ist auch cool. Das ist auch wieder da. Junk Journaling links. Was ist da? Ah, Paris und der Vorradl. Dann haben wir da wieder das Birthday, eine Tasche zum Basteln. Okay, das ist dann wieder dasselbe. Blub, blub, blub. Und da hinten haben wir auch das mit schwarzem Band und Maschel. Ja, na seht's. So, was kostet dieses? Nichts. Oh ja, 2,29 Euro pro Buch. Aber ich glaube, da ist nichts verhockt. He? So, dann habe ich wieder einmal entdeckt, auch sowas, weil ich habe ja keine. Kostet 2,49 Euro, naja. Und das ist nicht nur, dass man da so karierte Kasteln hat, sondern
Ja, nicht der Mega. Naja, das ist. Man muss auch manchmal aus Bullet Journalen, muss man was rausreißen, oder? Ja? Ja, also da sind so verschiedene Elemente, Sachen drinnen, die was man natürlich dann auch verwenden kann. Deswegen habe ich es mitgenommen. Und weil es halt schön sind. Schau, der Mädel wieder. Ja. You make me happy. Hier haben wir wieder so schöne Bordüren. So, was haben wir da? Schau. Ah ja, das schaut ein bisschen. Ich weiß nicht. Irgendwie schaut es ein wenig komisch aus, aber macht nichts. Das ist auch sehr hübsch. Na? Ja, da, schaut die kleinen. Oder das, gell, die Briefmarkerln. Wo sie mir aufgefallen. Mohnblümchen, Andrea, gucke. Schön, gell? Dass ich absolut keine Briefmarken habe. Tja. Die Susanne und die Luise, die haben da Briefmarken. Und das habe ich noch nicht in meinem Besitz. Nicht da, schau. Tante Wohlfahrten gemacht, alles. Ja, Mädel mit Koffer. Naja. Also da muss ich jetzt einmal gucken. Oder ich tue jetzt, wenn die Kuverts kommen, sammle ich die Briefmarken. Sag ich einmal, schmeißt dann nicht mehr weg. Ja, das geht so. Was haben wir da? Ja, das ist ein Planer, aber dann müsst ihr nicht alles ausreißen. Ja, Foto, genau. Da biege ich mir maximal hier Fotos von meinem Hund, aber wurscht, okay. Ja, genau, ich biege mir mein eigenes Junk-Journal. Ich meine, das ist jetzt wieder, wo ich sage, was ist das? Ja, nein, es muss einem ja nicht immer alles gefallen, dafür ist das dann wieder umso schöner. Man muss jetzt selber was machen, ne? Das ist so eine Rosenbordüre. Da haben wir ein bisschen was im Bläulich mal. Na, so. Und in Grünlich, falls man sich wieder mal nicht entscheiden kann. Das ist natürlich mega. Die Farben und er hat das Auge in der Hand. Und, ja, das sehende Auge. Ja. Ja, das. Ja. Ja. Ja, wobei, sagt da. Geht. Ja, ist schon Pipi. Was haben wir da noch? Ah, da ist wieder das Mädel. Schaut auch interessant aus, die Kombi, ha? Dieses Grau mit diesem Apfelgrün. Also man möchte es jetzt gar nicht so glauben, aber irgendwie hat es was. Die Farbkombi, meine ich. Finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Ja, das ist halt okay. Geht. Ja, das ist auch wieder halt schön. Naja, und da kommt jetzt dann was Schönes. Naja. Ich glaube, das habe ich aufgeschlagen und habe da die Pipi-Maus gesehen, die Eule. Und das da, das ist halt wieder so typisch, ja, Farb. Naja, wisst ihr. Na, da haben wir da noch was. Ja. Also ich finde, da kann man viel von dem rausholen, von dem ganzen Ding da, wenn man es jetzt nicht als Bullet Journal verwendet und 2,50 €. Naja, komm, das ist jetzt auch nicht viel verhockt. Nein. So, dann habe ich. Ich sage ja, viele neue Sachen habe ich nicht gefunden. Da, den habe ich da irgendwie einsam dort gelegen und dann dachte ich, naja, das ist ja so ein 3D-Diecast-Block. Blümchen, wisst ihr, ja, Blümchen und Vogel und der Kakadu da, oder das Schnabeltier, oder wie der heißt, der kostet 1,49 €. Und da habe ich mir gedacht, naja, da ist nichts verhockt. Ha? Das ist ein bisschen bunt. Ja, aber man muss halt manchmal auch ein wenig bunt. Ja, also, wenn du halt einfach eine Karten einmal bastelst. Oder du brauchst gerade in dein Junk-Channel gerade so eine kleine. Ne? Ja. Ja, war jetzt nicht so, aber ja, nicht gedacht ist. Das zum Beispiel. Naja, wenn nicht, dann. Ja, wenn nicht, dann geht er halt in irgendeine Überraschungspost. Ich weiß nicht, ob ich ihn habe.
Man muss nicht schneiden. Servus. Ja, so, dann habe ich wieder mal entdeckt. Stecker. 1000 Steckerbock. Er. Das Gesicht einmal. Also, meine Entschuldige. Ich baden. Entschuldigen, gar Kaufel. Das sei mir nicht best. Die Leute kommen auf Ideen, das ist schlimm. Das kostet 1,99. Bubi, das Löwe. Ne? Und schau da, sind halt Stickers drinnen. Naja, so wie arme Pötzi Mausi. Ja, so war ich gestern mit der komischen Stinkemaske da. Also mir wird immer schlecht. Ich kann es echt, ja, da mal was Buntes mal. Ja. Ja, was haben wir da noch? Ja, so ein paar Tiere halt, nicht? Da. Ja, ich finde das, entweder biegst du das irgendwo einmal auf ein, eben auf ein paar. Ja, okay, mit I. Ja. Ja. Nein, also da. Ja, wie gesagt, auf ein Kuvert oder also lieber, ja, Paketgruß oben. Das, hui. Ja, warum nicht? Ich meine, man kann ja mehr lustiges Junk-Channel machen. Da sind halt so verschiedene. Also bitte, der Zufriedene. Wie komme ich auf den Gag kaufen? Sorry, aber die Leute, das ist echt der Wahnsinn. So, schaut euch das auf, bitte. In verschiedensten. Eher. Ja. Der Kohle mit dem Hut. Brennend. Na, also Kinder kommt's. Mummilein, das ist ein Löwe. Ist das jetzt eh wieder dasselbe? Nein. So. Na gut, die kennen wir ja eh alle, die Emojis. Die Emojis, die schickt man ja im Kreis herum wie die Wilden, nicht? Ja. Ja. Ich hab's, ja. Warum, ich weiß nicht. Ich hab's jetzt wieder mitgenommen, wisst ihr. Naja, was wird denn? Aber dafür habe ich das auch gefunden. Da-da-da-da. Girl Gang. Ich bin mir sogar sicher, ob ich das nicht eh schon habe. Aber wenn man es nicht weiß, dann muss man, bevor man es natürlich liegen lässt, muss man es lieber mitnehmen. Ne? Ja, da brauche ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ne? Also, naja, da schau mal. Da geht's los, ha? In Regenbogenfarben und Süßigkeiten. Wenn man das Buch ein bisschen so schief hält, da rinnt das Süße hinaus. Aha, jetzt besucht mich gerade mein Hund, Noah. Jetzt kann ich immer Stopp machen. Ah, bin wieder da. Naja, Babywohlfaden hat wahrscheinlich wieder einmal nicht die Tür unten zugemacht und Noah darf sozusagen nicht rauf, weil ist Zeppodezimmer und Hundehaare und mein Türmchen und Hundehaare, die vertragen sich nicht so. Das will ich nicht. Jetzt ist er aber anscheinend da durch diesen offenen, ja, ich muss immer rauf, runter rennen. Und da ich ja nicht mehr so jung und sportlich bin, schnaufe. Ja, also wie gesagt, das Hello Kitty, da braucht man jetzt nicht viel dazu sagen, das muss man mitnehmen, kostet da 1,99, also, naja, da gibt es ja gar nichts, nicht? So, was haben wir noch entdeckt? Da habe ich dann noch entdeckt, warte mal, was sträubst du dich? Noch einmal ein Stickerbook, kostet 99, und da habe ich das mal die Weltraum, hoppala, Entschuldigung, die Weltraumfraktion, naja, da haben sie es wieder eingerissen, naja, ist auch wurscht. Ja, da haben wir mal so
Planeten und Raumschiffe. Ja, was das ist? Ja, okay. So kleine Astronautenmänner. Raumfahrt. Weltraumfahrzeuge, das rausbringen. Ja, so Hände. Ja. Grüne Männchen. Ja. So, was ist da noch? Ein großer Stern. Timaxeln. Ja, Weltraum. Es gibt Leute, die lieben den Weltraum. Ja, mit diesen kleinen Putzis und so weiter. Der Karottenkomet ist das, ja. Oder der Würstelkomet. Schaut aus wie so drei Frankfurter mit dem Stern fuhren. Das ist ein Vanillekipferl. Ja, naja. Ja, süß, die Monster sind lieb, finde ich, oder? Okay, der Panda im All ist natürlich klar. Der Affe, der Tiger, das Häschen, aha, der Pinguin, genau. Naja, das ist halt dann wieder, ja, okay, der brennende Löwe. Ja. Na, das ist die Mähne vom Löwen, die was herumfliegt im Weltall. Ja? Ich so. Das haben wir, das ist Escher, was so er wieder. Da, aha, sein Weltraum-Ringelspiel oder so mit einer Kuh. Also, was ist das? Der sitzt da. Ach so, da geht die Welt kaputt und er sitzt drauf und da geht die Luft aus. Also, das muss da manchmal nachvollziehen. Also, auf was die da so kommen, die Leute, das ist nicht Ding oder er halt. Ja. Ja, also okay, das habe ich halt, das brauche ich. Ist so. So, dann habe ich, das habe ich glaube ich eher schon, aber was soll ich euch sagen? Was sieht man hier? Naja, mehr brauche ich nicht sagen. Das und das und das. No schneiden. Witchfoil Stickers. Naja, und da kann man nicht. Eieiei. Da haben wir nicht. Naja, okay, bitte. Also schaut euch an, ja, was soll ich da sagen? Oder da. Na. Und da. Da brauche ich nur durchblättern. Die Farbalage ist mega. Na? Magst du so tascheln? Oder da. Da, bitte. Also. Na, das ist ja ganz wichtiger. Wie gesagt, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich den schon habe. Aber ich meine, der ist da schon fix fertig für. Ne? Naja, da braucht man gar nicht irgendwie. Da, man braucht. Die sollten jetzt wieder mehr vintage Sachen machen. Also, der Action tut viel zu wenig Vintage auszugeben. Wirklich. Also, wir haben so eine richtige Kollektion mit allen Pipapo. So ein Riesenkit. Wisst ihr, wie man mit Sticker und Embossing und Papier und einem Block und was weiß ich, was alles halt, nicht? Schau, wie schön. Ja, Roswitha, schau. Also, sie hat mich ja komplett geflasht, die Roswitha mit ihrer Brust. Das war also so mega. Ah, da ist doch schön. Ne? Also, lieber Action, falls du das Video siehst, bitte. Wir wollen alle, oder einige von uns wollen vintage Sachen. So, jetzt muss ich das Kabel da mal ein bisschen so entlang ziehen, weil, ja. So, aber jetzt einmal, das geben wir jetzt da einmal wieder rüber. Ein bisschen kommt noch was, aber ist nicht mehr allzu viel. Weil ich hätte eh keinen Platz mehr da am Schreibtisch. So. Dann haben wir dasselbe. Was kostet diese Blöcke? Kosten nichts. Oh ja, 1,49. Also bitte. Ja, da haben wir den auch noch mitgenommen. Ja. Ja, mein Gott, die sind halt dort kleben und immer nur eins mitnehmen, das kann ich nicht. Ich meine, erstens haben wir da silbrig. Und da vielleicht auch. Ja. Na? Ja, das ist jetzt nicht so. Na, aber.
Na, vielleicht ist man mal auf einen anderen Tag irgendwie so auf bunt, wo ich eigentlich eh nie bin, aber ja, egal. Ich meine, man kann sich auch einmal jemanden schicken, der was sagt, wow, das ist genau das. Ich meine, das ist sehr schön und das ist auch dezent, ne? Der, wo sie eben sagt, wow, das ist super und gefällt mir und das habe ich nie gekriegt und den, ja. Also das war dieser. Und dann habe ich noch einen entdeckt, genau. Das sind dort vorne gelegen, wisst ihr, beim Verpacken. Wobei ich sage, der ist natürlich wieder mega. Ja? Also die Farben und das Rosé. Ich weiß nicht, ob ich den habe, aber schauen wir mal. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn man was doppelt oder dreifach hat, das ist ja nicht so schlecht. Das ist das mit dem Senf. Schau, das ist aber auch eine gute Farbe. Ha? Das ist so dunkles Terrakotta. Na, Mondstadterblatterl. Hoppa, hoppale. Ah, das ist auch cool. Ha? Also die Farben, wenn man sich da diese Reste nimmt und das vielleicht irgendwie, wisst ihr, wie die Susanne mit diesen Clusters oder was die da, ich hoffe, dass das stimmt, was ich so Cluster, ja, Cluster, viele Sachen zusammen, sollte stimmen. Kann man da farblich schon herumexperimentieren. Ja? Da gestern hat es auch wieder so ein cooles Video, habe ich gesehen. Da nimmt sie Transparentpapier, macht es nass. Das mag das Transparentpapier gar nicht. Sie ist ja nicht nur kreativ, sie ist ja so süß und so lustig teilweise. Ja? Und die Aussprache, der Dialekt, ich liebe das, das ist der Kartoffel oder was, Stein. Und das Transparentpapier mag Wasser gar nicht, weil da rollt es sich zusammen. Aber sie tunkt es fest ein. Müsst ihr unbedingt schauen. Und dann tut es das zusammenknüllen, das Falten und so Ding kriegt. Und dann geht es her und tut es mit Inka-Gold einfärben. Und dann trocknet es wieder und schaut wieder megamäßig aus. Eben für solche Cluster oder für Ding. Also das war dieser hier. Ja, also gut. Susanne brauche ich nicht sagen. Dann haben wir natürlich wieder mal. Ich war, den habe ich sicher schon. Ihr wisst ja. Oh ja, 100%, ich weiß, das kann mich noch erinnern, da habe ich das auch ausgeschnitten und extra. Okay, das ist halt einfach das Schöne, ne? Die Embossed-Stickers. So, na, da natürlich habe ich gleich zweimal mitgenommen. Ja, aber es ist einfach, er ist einfach schön. Ne? Naja, oder vielleicht bekommt da jemand einmal wo was hinein, der was da eben auch so, was kostet das? Nix, genau. Na, das müsste man sich dann schachtelweise, also in dem Fall habe ich es gleich zweimal mitgenommen. Kostet nichts. Nö. Oh ja, da, wir haben einen Preis. Mann, nein, 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 es gesehen. Kommt. Also, was soll ich jetzt dazu sagen? Das sind schön, das sind, ja, du hast das wie ein bisschen embossed mit Glitzer, die Motive. Also, ich weiß nicht, wenn ich da 1 Euro, das ist doch. Ne? Da die Kaffeeflecken, bank, bank, die magst du jetzt selber, aber da hast du es halt schon fix fertig. Da, das und alles, also da. Das ist Element, Handschuhe und Rose nur. Und da das kleine Schloss und die Nadel und da. Naja, das ist halt, das ist, Kinder, das ist einfach. Ja, der Nebel hat mich wieder erfahren. Und den habe ich, puh, ich weiß nicht. Aber da waren es halt wieder mal die Farben. Ich bin sicher. Schau, wie lieb sie das Schäfchen hält. Die Frau ohne Kopf. Ne? Ja, und, ja gut, schaut mal. Der Popse, wuff. Glitzer noch. Nur in hell. Ja, da hat dieser Lasche die 3 Kerzen auf den Holzstoß. Gell? Nein, also der kommt, das ist einfach so. Das ist mal ein bisschen. Das sind die mit den Karottennasen, die mag ich nicht so, aber.
Und die Katze ist auch nicht sehr begeistert, schaut mal. Die Gesichter sind ein wenig verhauen, aber gut. Muss man ja nicht, schneidet man sich halt das da oben oder biegt man es halt wo ein, ist der wurscht, ne? Ja, also das habe ich auch noch mitgenommen. Naja, natürlich. Das ist immer alles Kinderabteilung. Also mein Kind steht immer dort und wundert sich. Naja, was diesmal in Donald. Der Pluto ist ein süßes. Was ist das gar nicht so? Der Goofy und der Donald. Das ist ja wie lieb. Das musste man natürlich zweimal mitnehmen, kostet 89 Cent. Naja, also bitte, nicht? So, was haben wir noch? Ja, dann habe ich das entdeckt. Das sind so, ja, so Bauernhof-Stickers mit so Schweinterl, eher mit Hut. Ja, das ist ja wie süß. Also das sind so 8 Böck, kostet 59, bitte, 59. Tja, da war die Kamera leer, also das Handy war leer. Ja, also 59 Cent kostet es und ich meine, da macht man auch nichts falsch, oder? Da sind auch, was weiß ich, wie viele Sticker, 3 plus, also gibt es auch für 55-jährige Frauen, das passt dann schon. Bin ich noch nicht einmal. Bald, oh je, oh je. So. Na, dann haben wir natürlich das auch wieder entdeckt. Naja, muss man, nicht? Wenn wir die Sticker haben, müssen wir die Sticker natürlich auch haben. Ist ja klar, nicht? Sind 2 Sheets, kostet 49 Cent. Naja, was? Naja, ein Tennisschläger, ja. Ja, auch zweimal. Und ja, ich weiß, ich weiß, ich hab das. Ich weiß, Andrea und ich, wie das eh. Aber es kann ja mehr ausgehen, ne, die Sticker. Und dann hat man es nicht mehr. Und man weiß ja nicht, wie lange es der Action vielleicht noch hat, ne? Ja, das ist die Andrea. So, du schreibst es gerade auf, die Liste, was wir alles einkaufen müssen beim Action. Da freuen wir sie. Ja. Das ist ein bisschen. Das ist Angst. Ja. Da hat es wieder ein Schnäppchen gemacht. Da freut sie sich dann wieder. Ja. Lieb. Ist einfach süß. Was soll's denn? Ist halt so. Entschuldigung. So, das habe ich sicher noch nicht. Also das glaube ich, das sind wieder, wisst ihr, diese Fuffi-Sticker da, diese Muffi-Puffi. Ja, da haben wir mal die Prinzessinnen. Was das sein soll, puh, weiß man nicht. Schau, wie lieb, gell. Ja, das sind Eiskugelbäume. Schau. Pah, der Hase. Ja. Das dunkle Wasser, dann hätten sie ja vielleicht hellere Haare machen sollen. Das ist mir ein bisschen zu dunkel da oben. Man, sie peppt zwar auf mit den türkisen Kleidern, aber das ist, weiß nicht. Na, schau, wie schön mit dem Maschen, Bobby. Ja, da haben wir es auch wieder. Schau, das schaut gleich ganz anders aus, ne? Es ist hart. Komm. Ja. Ah, das sind wirklich Donutbäume und Eisbäume. Das schaut ein bisschen. Naja, wir sind ja im Schlaraffenland dann, nicht? Ja, aber schau, das ist eine schöne Prinzessin und das Einhorn. Na so, das kostet 89 Cent. Nicht? Das sind diese, wie heißen es die? Ja, Aufkleber. Schlicht und einfach Aufkleber. Puffy-Sticker, genau. So, dann haben wir da natürlich die Tierfraktion, die braucht man. Sehr logisch. War schon. Das ist ein bisschen wie ein Eierkopf, also entschuldigen. Ja, flamingastisch. Jesus, na, wie geht's dir denn, du? Du rührst dich gar nicht mehr. Ich glaube, die muss jetzt irgendwelche Fortbildungskurse macht sie, die liebe Anne. Muss ich mal jetzt wieder mal rüberrufen.
in das Sachsenländle, auf ein bisschen noch romanisch. Der Geck, der Schnabeltaucher. Das bin ich sicher, dass das neue sie ist. Das Allier, das Schlange. Mein Kind hat immer gesagt, Schlange statt Schlange. Und dann haben wir da noch die, ja, der Piranha. Na? Ja, das schickst dann jemanden, den du vielleicht nicht so magst. Ja, sie ist auch wieder so dunkel. Also um Gottes Willen, Kinder, bitte, ich bin kein Rassist oder sonst irgendwas, ja. Ich mag dunkelhäutige Menschen genauso wie hellhäutige. Also bitte, nur vom Pickerl her gefällt es mir nicht. Also ich bin jetzt nicht so, wow, du bist ein, wow, ich mag dich nicht und was weiß ich was. Also mir persönlich vom oh, na, da habe ich mich jetzt wieder auf die Schaufel, bin ich mal gestiegen, ne? Also der Rochen, der Wal, nein, also mir persönlich vom Aussehen her gefällt es mir nicht. Ja, das meine ich nur damit, also um Gottes Willen, es soll jegliche Nationen und jegliche Menschen mit alles bitte, um Gottes Willen. Also mir persönlich gefällt es halt nicht so bei den Pickeln, um Gottes Willen. Ich meine, ja, aus jetzt. Also ich liebe Menschen, die was lieb sind und nett sind. Und da gibt es andere, die was. Ich meine, die Qual ist auch süß. Schaut mal. Schau wirklich. Der Haifisch auf den. Schaut der super aus. Also wegen ihm alleine. Ja, also ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Ja. Mir gefällt es halt nicht jetzt so, wenn das dunkle Haar sind und dann nur so dunkel und dann hat es da das so. Es ist nur jetzt vom Ding her. Also ich hoffe, ich habe da jetzt nicht wieder. Da werden sie wieder schreiben, da bist du Rassist. Ja. Schau mal, Andrea. Juhu, die Rainbow Corns. Ja. Die gefallen dir ja so gut, gell? Schau, mit der Löwe, mit der Krone und den Einhorn. Das ist auch was süß. Time to shine. Ja, das ist richtig. Das Vogel da. Na, sie sind wirklich süß, kosten auch 89 und diese Formstickers. Ich weiß nicht, ob ich sie schon habe, aber das ist ja wurscht, wie gesagt. Wenn ich dann drehe, was schicke und da gebe ich da sowas dazu, da freut sie sich ja. Naja, man macht das ja, wenn man sich denkt, jetzt, dass man der andere gefreut sich und der kätzelt es dann runter und so weiter und dann hat man wieder Freude. Also, da haben wir Shape-Stickers. Naja, die habe ich auch noch nicht gekannt. Das sind sowieso. Teig. Na, da müssen wir natürlich wieder eine fahren mit was, seht ihr das? Irgendwie ist wieder irgendeiner da drüber gefahren mit dann, naja. Ja, also, die Pizza, die trieft vor Käse, gell? Ja, was kosten die? 69 Cent, ja. Ja, ist auch, mein Gott, das hat glitzert und das. Ja, ne? Nehmen wir es mit. Es war dann schon so wie, ja, ich habe nichts gefunden und dann nehmen wir das. Was soll man machen? Und das letzte habe ich dann noch, das habe ich glaube ich noch nicht, das ist alles Meerjungfrauen. Das sind diese süßen kleinen Stickerhefteln, also die Mini-Stickerbooks kosten 79 und da hast du halt auch alles Mögliche drinnen. Ich nehme jetzt eh nur eins aus. Mein Gott, jetzt regt es euch nicht auf. So, was nehmen wir denn das da? So, da sind halt diese kleinen Schnuffelsticker drinnen, Babysticker. Ja, so. So, komm. Ne? Ja, alle möglichen Variationen. Ja, ich weiß, werden wieder ein paar schreiben. Ja. Gü! Hallo! Aber es ist halt süß, man kann das ja als Goodie irgendwo reingeben. Da, der Nordturm, ist ja der Turm im Norden. Jetzt schicke ich zum Beispiel irgendwas da rauf in den Norden und gebe den kleinen
Turm dazu, zum Beispiel das, ne? Da freut sie sich ja dann. Also wir lieben solche kleinen Stickers. Na schau, die Schokoladekiste ist mir Jungfrau. Gut, also das war meine Action-Ausbeute. Wie gesagt, ich habe bis auf meine, wisst ihr, meine Abackel, die was noch nicht da sind, beziehungsweise das war das letzte. Süßigkeiten, was ich halt alles gesehen habe, das habe ich gefunden. Und ja, es ist halt wieder mal so ein bisschen, ja, ne? So, jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Also bei mir ist es jetzt Sonntag, 3:30. Jetzt verräume ich dann einmal da meine Schätzelchens. Und dann muss ich auch noch verschiedene Sachen fertig häkeln und ja, ein bisschen Fernsehen und ich lasse mir einfach gut gehen heute. Und ich wünsche euch alles Liebe, alles Schöne, auch einen schönen Sonntag oder wann ihr das halt seht. Ich hab euch lieb, pfiat euch, dickes Bussi, Baba.